Hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid beim Tischtennis Infocenter und bei dieser neuen Ausgabe. Lasst uns anfangen in eigener Sache. Let's Play Table Tennis Team. Ja, schreibt uns doch mal in die Kommentare unter dieses Video, was wollt ihr 2021 auf diesem Kanal sehen? Macht mal Vorschläge, was interessiert euch thematisch, damit wir mal in so einer langfristigen Planung am Anfang des Jahres zusammenfassen, welche Videos wir wann realisieren können. Und da würden wir uns sehr freuen, wenn ihr euch daran beteiligt. Ja? Da könnt ihr natürlich nicht nur bei YouTube Kommentare hinterlassen, sondern auch bei uns auf dem Instagram- oder Facebook-Kanal Let's Play Table Tennis. Bei Instagram wie immer ohne Apostroph bei Let's. Vielen Dank euch. So, Punkt 2, News aus aller Welt. Es ist soweit. Ab dem 1. Oktober 2021 gibt es die bunten Belege. Lange hat man schon darauf gewartet. Jetzt sage ich mal, einige nicht freudig, die anderen schon durchaus interessiert. Und jetzt ist klar, dass ab dem 1. Oktober nächsten Jahres es vier neue Farben geben wird. Die schwarze bleibt die Basis, die bleibt auf jeden Fall bestehen. Aber anstatt Rot kann man auch Blau, Grün, Violett bzw. Lila und Pink spielen. Ja, die Ausstatter, die Produzenten können allerdings für jeden Belag auch entscheiden, ob sie es überhaupt machen, beziehungsweise sich auch nur für bestimmte Farben entscheiden. Bin ich ja mal gespannt, wie hier der Tipa aus Prime, deren Schwamm ja schon lila ist, ob der dann beidseitig lila ist. Wäre jetzt, glaube ich, ein ziemlich cooler und einzigartiger Belag. Ich glaube, sowas hat es noch nicht gegeben, oder? Beide Seiten, doch, klar, der Vega, der schwarze Schwamm mit der schwarzen Oberfläche. Aber so mal violett beidseitig wäre mal was ganz Neues. Sind wir gespannt darauf. Ja, jetzt ist ja gerade Montagabend bei der Aufnahme und gerade eben habe ich gelesen, der TTC Berlin Eastside, die Damen haben das Champions League Finale in der Bubble in Österreich erreicht. Dazu herzlichen Glückwunsch. Und heute, dem Dienstag, dem 8.12., findet dann das Finale statt. Gegner steht aktuell noch nicht fest bei der Aufnahme, aber ganz, ganz viel Erfolg morgen der deutschen Mannschaft, dass sie den Titel holen. Ihr könnt auch live zuschauen. Die Uhrzeit schreibe ich euch hier hin vom Finale unten, wann sie spielen. Und im ETTU-Livestream leider ohne Kommentar. Ah, nicht so gut. Ich glaube, bei den Männern gibt es immer Kommentatoren in der Bundesliga. Warum nicht in der Champions League der Damen? Schreibe ich euch hin und dann heißt es morgen Daumen drücken für den TTC Berlin Eastside. Und die dritte Nachricht im Bunde ist Dank You. Der deutsche Nationalspieler, der wechselt nächsten Sommer vom ASV Grün Wettersbach zum Rekordmeister Borussia Düsseldorf. Ja, ist der logische nächste Karriereschritt für ihn. Auch mal international dann dauerhaft auf Vereinsebene zu spielen. Und ich denke, er ist ja einer der Deutschen, einer der zwei, drei Deutschen mit dem größten Potenzial für die nächsten Jahre. Also er wird auch dann einer der wichtigsten Spieler werden für den Deutschen Tischtennisbund. Gerade wenn jetzt Timo Boll, der ja bald rundet, 40 aber, und auch Ovtcharov vielleicht bald seine Karriere beendet, dann gibt es eine große Lücke. Und da gibt es dann so zwei, drei Spiele, gerade wie Benedikt Duda oder halt Dank You, die die Lücke ganz ordentlich auffüllen können, muss man sagen. Haben sich alles sehr, sehr gut entwickelt und auch tolle Ergebnisse in der Bundesliga erzielt. Ja, bin ich gespannt und finde es gut, dass Borussia Düsseldorf da wieder auf einen deutschen Spieler setzt. So, World Wide Web Videoempfehlungen. Fangen wir auch gleich wieder an mit unserer Legende Timo Boll. Timo hat ein neues Video auf seinem YouTube-Kanal rausgebracht. Da stellt er mal vor, so ein kleines Making-of seiner Webcoach-Tutorials. Und ja, da hat er was jetzt rausgebracht, wie er das Selfmade alles aufbaut. Respekt, Timo. Hätte ich gerne gedacht, du lässt aufbauen, aber macht dich nur noch sympathischer, als du eh bist. Und ja, da wurde auch sein Trainingspartner oder sein Kollege dort vor Ort vorgestellt und ja, gibt einen ganz, leider einen kleinen nur, aber einen trotzdem sehr interessanten Einblick in diese Tutorials. Genau.
Gehen wir gleich weiter zum Smart. Smart ist ja einer, der jetzt viele, viele Videos rausbringt, und gerade in der Adventszeit jeden zweiten Tag ein neues Video bringt. Und es geht immer zum Thema Tischtennis lernen und das ist super, super interessant, wie ich finde. Es sind sehr, sehr interessante Themen zur Taktik, zur Technik, wie man auch sein Spiel erweitern kann. Und ja, habe ich mal das Video hier verlinkt und schaut mal rein bei Smart. Und natürlich jetzt schon ein Klassiker unter den YouTube-Tischtennis-Videos. Ich habe es leider erst vor kurzem entdeckt, aber möchte euch das nicht vorenthalten. Und vielleicht finde ich ja noch den einen oder anderen, der das nochmal gucken möchte. Den Noppenrap auf dem Sender, auf dem YouTube-Kanal Sauerntröger Noppenrap. Ist jetzt schon eine Legende, dieses Lied. Und ja, mal 3 Minuten abfeiern auf Noppen, danach wieder hassen, würde ich sagen. Und ja, tolle Sache, mal was Neues im Tischtennissport und gehört zu der modernen Zeit dazu, auch wenn es nicht mein Musikgeschmack persönlich ist. Wie gefällt euch der Rap? Schreibt es mal in die Kommentare. Der Link zu dem Rap auch in der Beschreibung. So, und dann Sonstiges. Sonstiges. Wir hatten ja ein Gewinnspiel. Und es gab ja dieses Offensivholz 900 off zu gewinnen. Und es gab ein Gewinnspiel und wir haben es ausgelost. Und gewonnen hat, genau, Frankie74. Herzlichen Glückwunsch dir. Schreib uns bitte deine Adresse, damit wir es liefern können, an unsere E-Mail-Adresse hier unten eingeblendet oder auch in der Beschreibung. Und ja, viel Spaß mit dem Holz. Und zusätzlich noch wollen wir dir die neuen Plastikbälle von Pongori auch nochmal einmal gleich mitschicken. Wir selber wollten die eigentlich auch mal testen, im Vergleich auch zu den anderen Bällen. Vielleicht kannst du sie ja dann im Januar oder Februar, wenn es möglich ist, mal testen und uns mal Feedback zukommen lassen, ob diese Bälle zu gebrauchen sind, eventuell sogar für den Wettkampfsport. Ja, das ist jetzt deins. Du musst nur noch dich bei uns per E-Mail melden. So, und zu guter Letzt, wer jetzt noch zuschlagen will auf dem Tischtennismarkt für Weihnachten, ich habe bei Schiller und Mieke mein Holz, das Shankun AC Arilate Carbon, aber auch das Zylon Carbon gibt es gerade super toll reduziert. Also mein Holz kostet ja ursprünglich 150 Euro, kostet jetzt knapp über 100 Euro, ich glaube 105 Euro. Und ja, 30% ungefähr spart man. Und ja, wenn ihr interessiert seid an diesem sehr gefühlvollen Offensivholz, dann schlag zu. Gibt's alles bei Schöler und Mieke zu finden. Na dann, das war's auch schon heute wieder. Gute Zeit wünsche ich euch. Schöne Adventszeit. Bleibt gesund. Bis nächste Mal. Auf Wiedersehen. Ciao.